Ja, wir blicken nach oben, hoffnungsvoll und greifen nach den Sternen. Mein Name ist Christoph Wiegelbeier, ich bin der musikalische Leiter der Neuen Wiener Stimmen und bin schon seit Beginn des Chors mit an Bord. Der Johannes Himmelsberger hat mich seinerzeit als Assistent und Stimmbildner zum Chor geholt. Und nach 3 Saisonen habe ich dann die künstlerische Leitung, die musikalische Leitung übernommen, gemeinsam mit Jürgen Partei, der auch von Anfang an schon dabei war und sich um Management, Hintergrundarbeit und so weiter kümmert. Ja, 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 ja. Ja, mein Name ist Wolfgang Steiger, ich singe Stimmlage Tenor und bin jetzt seit fast 6 Jahren beim Chor Neue Wiener Stimmen dabei. Ich bin jetzt seit mittlerweile 5,5 Jahren dabei und immer noch gern dabei und es gibt immer wieder etwas Neues zu erleben. Der Chor hatte von Anfang an einen sehr regen Zulauf, also wir können uns kaum der Nachfrage erwehren. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich in anderen Gruppen versucht habe, was zu organisieren und das ist dann immer ein bisschen mühselig gewesen und beim Chor ist irgendwie immer so eine Energie da, dass jeder 110% gibt. Also es sind alles Leute, die wollen was machen, die wollen hilfsbereit sein. Wir haben das jetzt erst letztens gehabt beim Konzert im Burgenland, wo die Leute überrascht waren, dass wir da einfach so in ein paar Minuten anpacken und eine komplette Bühne mithelfen, aufbauen, weil die eben noch nicht gestanden ist. Und man bereichert sich ja dann gegenseitig, weil jeder hat irgendwas in den Chor mit einzubringen. Und wenn er jetzt nicht der allergrößte Sänger ist, dann hat er andere Qualitäten und die Begeisterung macht es dann aus und das Miteinander hebt einfach die ganze Gruppe dann auf einen Level, der unter der Dusche schwer zu erreichen ist, sage ich mal. Jetzt das Programm Pop mit einem Streifzug durch verschiedene Epochen der Populärmusik und so geht es halt weiter. Aber die Begeisterung, die der Chor auf der Bühne versprüht, also dafür werden wir eigentlich jedes Mal ganz besonders gelobt und gefeiert auch. Wenn man zwischen 16 und 28 Jahre alt ist und eine Begeisterung fürs Singen hat, dann kann man sich bei uns melden. Wir haben einmal im Semester ein Kennenlernen, das ist ein kleines Vorsingen, wo wir halt abklären, ist die Stimme gesund, wie schaut das Gehör aus, wie gut kann der Mensch reagieren, wie gut passt er zu uns. Und je nachdem, wie viel Platz wir dann im Chor haben, kann man also Mitglied der Neuen Wiener Stimmen werden. Je jünger, desto besser, sage ich einmal. Und nur Mut, auch wenn es dann vielleicht beim ersten Mal nicht klappt, manche haben es öfter probiert und sind jetzt fast unersetzbare Stützen des Chors mittlerweile.